Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Trading-Tipp heute am Dienstag. Wenn Mutter und Tochter die Prognosen anheben für das Gesamtjahr, dann muss da was Gutes dabei rausspringen. Es handelt sich um Sartorius und das Tochterunternehmen Sartorius Stedim Biotech. Beide eben heute die Prognose für das Gesamtjahr 2020 angehoben. Der Umsatz soll am oberen Ende liegen, beziehungsweise leicht darüber, und die EBIT-Marge oder EBITDA-Marge rund 1% höher als ursprünglich erwartet. Im vorbörslichen Handel, also vor Xetra, gibt es schon leichte Kurszuwächse. Wir steuern quasi hier auf das Allzeithoch zu. Die Aktie ohnehin eine der Wahnsinnsaktien im MDAX der letzten Jahre. Über die letzten 5 Jahre über 600% Kursplus. Wir sehen den Aufwärtstrend hier seit März aufgrund der Pandemie auch eine Nachfrage, wie der Vorstandsvorsitzende sagt, die alles übertrifft nach Laborausrüstung eben und Pharmaausrüstung. Hier Sartorius, der große Profiteur im Bereich des MDAX. Und ich denke mal, dass sich dieser Aufwärtstrend, den wir hier sehen, auf Sicht der nächsten Wochen durchaus fortsetzen kann. Es gibt Schätzungen von Analysten, die Kursziele von 430 Euro ausrufen. Und das halten wir durchaus für möglich bei der starken Nachfrage im Geschäft. Entsprechend lautet die Produktempfehlung ein Faktor Long auf die Sartorius-Vorzüge, die MC9 F7K. 18,51 kostet der Schein bei einem Faktor von 3. Ich habe es gesagt, 430 ist das Ziel auf Sicht der nächsten Monate. Das sind um die 13-14%, die wir hier sehen. Entsprechend sollte der Schein auf 23 bis 25 Euro steigen können, je nach Schnelligkeit. Den Stoppkurs, den würden wir bei 16,50 Euro platzieren. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit den Tipps und würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Tschüss, bis dahin.